Hallo und willkommen zurück bei der neuen Folge FIFA 24 Karriere. Es geht gegen Mannheim. Die spielen auch noch um den Aufstieg mit. Also wird es wieder ein ordentliches Stück Arbeit für uns. Wir bleiben aber mal so, wie wir sind. Wie gesagt, die Reserve können wir immer noch einsetzen. Und sobald wir aufgestiegen sind, werde ich wieder simulieren. Also, sobald ich Meister bin. Wer in diesem Spiel im Mittelpunkt stehen wird, ist keine große Überraschung. Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Klasse, dass Sie Schon wieder, eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie genau wie bei gegen optimalem Saarbrücken. Fußballwetter zu diesem Spiel heute. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Alle fiebern diesem Spiel entgegen. Oh, da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Viel Platz jetzt auf außen. Er schießt. Hier nun Oh, die Aufstellung stark. der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Hier ist die Aufstellung. Noch So gerade mal so gehen die gerettet. Gäste heute in die Partie. Da ist die Flanke. Wichtig, er holt den Ball. Die Gäste sind im Augenblick die. Starker Aber jetzt Block. Schauen wir erstmal hier genau hin. Gehalten, da zeigt er sein Können. Ah, wenn es vielleicht noch ein paar Meter. Ah, war gar nicht, wenn es. Vielleicht noch ein paar Meter gehen. Gut, war unter Bedrängnis. Die Ecke kommt. Gut geklärt, das war wichtig. Hermann. Ball bleibt hängen. Wagner. Sie holen sich den Ball. Könnte die Führung werden. Bei ihm ist Endstation. Ball kommt in die Mitte. Ja, sie können erstmal klären. Geht vorbei. Ach, völlig schade. Ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Nein, kein Tor. Das war eine Riesenchance. Da hatten sie ja eigentlich alle schon den Torschrei auf den Lippen. Harmloser Abschluss, einfach für den Torhüter. Normalerweise bin ich eigentlich ein Freund davon, wenn Spiel die Leute sich mal trauen, aus der zweiten Sieg Reihe zu schießen. Will man heute natürlich Aber mittlerweile, Leute, geht mal ein bisschen dichter aufs Tor. Ein verrücktes Ergebnis am Ende auf der Anzeigetafel. Ich setze wieder auf Sie. Über die Torauslinie, Ecke. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Wagner. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Ja. Er hat den Ball. Wird da was draus? Schön durchgesetzt. Gute Aktion. Da ja. kommt der Ball. Tor Nummer 1 in dieser Partie. Die verdiente Führung. Ja, es läuft für sie. Haben die Partie im Griff. Italiano macht. Ja, nur die Tore gefehlt. Ja, da haben sie es wirklich verpennt. Haben hier außen geschlafen und da war keiner mehr so in der Mitte. Kannst du das Tor nicht verhindern. Kann der Torwart auch nichts mehr machen. Hätten den Ball, ist so normal so ein typisches Gegentor von mir. 6 Tore in 25 Partien. Hätten den Ball früher klären müssen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Guter Pass jetzt. Die Situation wird erstmal geklärt. Und wie gesagt, schaut jetzt mal, dass wir hier zu Null spielen. Das wäre echt ein Träumchen.
Der muss kein 10-0-Sieg werden, aber ein 1-0 wird mir auch reichen. Vielversprechender Steilpass. Boah, stark, Christoph. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Damit sind sie also nicht durchgekommen. Rico Preisinger. Das könnte die Gelegenheit geben. Oh schön, wie beim 1-0, 2-0. Erhöhen Sie Ihre Führung auf 2 Tore. So einfach geht's. Ja, der Torwart ist einfach nicht da, wo er sein muss. Und das weiß er auch. Das Ding geht auf seine Kappe, sehen wir hier nochmal ganz deutlich. Ah, da kann der Torwart doch nichts dafür. Er hat die Abwehr gepennt. Preisinger. 2-0 steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. Guter Angriff jetzt. Sie kommen. Sie wirken da sehr druckvoll. Abwehr muss aufpassen. Jetzt kann das Tor fallen. Eine sichere Parade. Jetzt der Eckball. Das ist der Befreiungsschlag. Aus der Ecke wird also nichts. Gute Aktion jetzt. Kein weiteres Tor für ihn. Schön. Also zumindest in der Szene nicht. Kannst ja mal versuchen. So langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzte. Da ja, ist er 3-0. Ein tolles Tor. Ich gehe so weit, dass ich jetzt mal sage, ich freue mich auf die zweite Liga. Und dann dieser Kopfball, schön durchgesetzt und der ist am Ende nicht zu halten. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. So, ich bin gespannt, ob wir die 100 Tore schaffen. Und ob wir die 100 Gegentore schaffen. Das ist der Pausenpfiff. Nach der ersten Hälfte sind die... Oh, Saarbrücken nur unentschieden. Noch 45 Minuten zu gehen und bisher war das Spiel doch sehr, sehr eindeutig. Schauen wir mal, ob Mannheim hier in der zweiten Halbzeit ein bisschen hochfährt. Josip Drmić. Flanke jetzt auf den langen Pfosten. Gut gehalten, weiter gefährlich. Ah. Erstmal Gefahr bereinigt. Ja, auf jeden Fall mehr drin gewesen. Wirklich überragend, was das Erarbeiten von Torchancen betrifft. Und die nutzen sie auch. Und das ist das Entscheidende. So dann eben dieses Ergebnis und diese Führung. Die Fans wittern die Chance zum Abschluss. Shit. Und da ist das Tor. 3-1. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Schuss. Schön angetäuscht. Tass. 3-1 heißt es also jetzt. Unser Gegentor müssen wir wie immer natürlich Benes bekommen. Pass. Ballgewinn hier. Oh. Jetzt haben sie wieder ein Tor geschossen. Jetzt fangen wir wieder an zu schwimmen. Unaufhaltsam. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Wagner. Hermann. Die Chance jetzt. Ah. Ganz wichtig, da muss er hin. Ja, was willst du gegen zwei machen?
Tja, kann er den mit dem Schlenzer machen? Ja, sah mir fast so aus, war ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Jetzt wechseln sie hier aus. Sie unterstützen gut. Da geht er vorbei. Da haben sie die Chance. Ja, voll 4-1. Da darf Bennis wieder. Da ist nochmal die Entstehung. Schön von Quankara vorgelegt. Die Flanke und dann setzt er da diesen Volley an. Das ist perfektes Timing. Das ist eine klasse. Und schön gegen die Richtung des Torwarts. Schönes Tor. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Muss Einwurf geben. Einwurf jetzt. Was war das denn? Gefährlich jetzt. Hermann. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen. Da hat er nur noch den Tor. Oh, schade, wenn der Pass hier besser kommt. Gefahr noch nicht bereinigt. Da macht er zu, starke Aktion. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Chance zum Tor. Und Wahnsinn, er hält ihn. Christoph hält. Rico Preisinger. Gut dazwischen gegangen. Einwurf. Flanke kommt in die Mitte. Noch ist die Chance da. Jawohl, 5-1. Szene bleibt gefährlich und Doppelpack Bennis. Und schön von Schad hier vorgelegt. Weil da Bennis komplett frei ist. Und da sind sie dann einfach schneller, dann ist die Chance da. Jetzt darf Bennis auch mal raus. Hat seine Pause verdient. Schön viele Tore heute. 5-1 jetzt. Und wer weiß, ob das schon alles war. Vielleicht schaffen wir ja die 10. Glaube es nicht. Könnte was werden. Jetzt könnte was entstehen. Sie lassen nicht nach, auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Mannheim fällt einfach komplett auseinander. Treffers noch mal an. Erst kommt der gute Pass und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Also mit dem Kader hier sind wir auf jeden Fall zweitligatauglich. Das steht fest. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Wenn man bedenkt, wie schwer wir hier reingestartet sind in die Saison. Wo wir jetzt spielen. Jetzt haben sie den Ball. Haben wir auf dem Transfermarkt einiges richtig gemacht. Starke Parade. Es könnte auch schon höher stehen, wenn der Torwart nicht immer mitspielen würde. Wagner. Oh. Böses Foul. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Immerhin. Oh, hämmert er die neuen. Hauptsache wieder ein Gegentor. An der Tendenz ändert das nichts mehr. Das wird eine Niederlage. Ja klar, liegen zu deutlich hinten, da geht nichts mehr. Da ist der Abwehrspieler machtlos. Was will er da machen? Der geht einfach vorbei. Ein unfassbarer Zug zum Tor. Den Treffer will er einfach. Dürmitsch. Foul. Und er gewinnt den Zweikampf. Die Chance jetzt. Tor. Er 7-2. Hat den Doppelpack in diesem Spiel. Klasse Leistung. Wahnsinn. Quankara. Da ist nochmal die Wiederholung dieser Szene. Erst kommt die Flanke und dann kommt der Kopfball. Technisch wunderbar gemacht ist das. Da gibt es gar nichts zu halten. Der holt hier auch wir alles auseinander. Das war ein Top-Transfer. Auch wenn er klar teuer war. Also. Er hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und er wird sich auch in Zukunft noch sehr lohnen.
Saarbrücken und Unschien gegen Sandhausen. Da bieten mir Saarbrücken so viel Schützenhilfe. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Danke für das Gespräch. So, dann schauen wir mal. Jetzt geht's gegen Ingolstadt. Leihangebot für Martens. Paul Martens. Oh, sie wollen mal einen leihen. Das ist ja mal interessant. Das nehmen wir natürlich an. Ja, wie gesagt, vielleicht sind die anderen einfach nur zu schlecht und die... Ja. Wie gesagt, wir leihen, wenn wir ausleihen, dann holen wir uns, wie gesagt, die noch ein paar Ersatztormänner. Leihangebot für Müller. Leihe zum Kauf. Verhandeln. Komm schon, ein paar Prozentpünktchen sind ja wohl drin, oder? Das kann jetzt wirklich nicht zu viel verlangt sein. Wie kriegst du sie alle hin? Ich will nur ein paar Prozentpunkte vom Kuchen. Oh, jetzt haben wir englische Woche. So, wir spielen jetzt gegen Ingolstadt. Und dann gegen Ulm. Ist die Frage, gegen wen schonen wir denn? Schenkt sich beides nichts. Spielen wir gegen Ingolstadt. Die haben auch hatten auch mal irgendwann Bundesliga gespielt. Da kann ich mich noch dran erinnern. Jetzt dritte Liga. So, dann schonen wir jetzt. Und im nächsten Spiel gehen wir dann wieder Vollgas. Wer letzter? Waren wir letztes Jahr in der Bundesliga. Aber rausgeflogen, weil wir abgestiegen wären. Also per Computer. Saarbrücken 8er. Ich spiele jetzt gegen Regensburg. Da haben sie aber wieder die Chance. Noch ist Saarbrücken nicht abgeschrieben. Unentschieden gegen Sandhausen. Das ging ja noch tatsächlich. Wir sind ja Dritter. Ja. Wenn sie jetzt gewinnen gegen Regensburg, dann sind sie wieder voll im Rennen. Wir hätten sie gewinnen lassen sollen. Dann wären sie jetzt Vierter. Verdammter Mist. Ja, wir haben jetzt 14 Punkte Vorsprung. Wir müssen jetzt langsam fängt die Rechnerei an. Es sind jetzt noch 6 Spiele. 18 Punkte. Und wir haben 14 Vorsprung. Wir gewinnen sind 17 Punkte. Wir können heute Meister werden. Wenn wir gewinnen, können wir Meister werden. Das wäre ja was. Ist die Saison ziemlich schnell vorbei. Ja? Ja, vor allen Dingen spielen wir eigentlich noch gegen viele da unten. Was eigentlich egal ist, ne? Ob wir gewinnen oder verlieren. Ja, und da würde ich sagen, warte, es gibt noch ein Spielercheck. Kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.